Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Terminator Resistance. So, gestern sind wir hier in diesen Klinikbereich. Ist das der Klinikbereich? Ja, Krankenhaus. Haben unseren zweiten Hack gemacht. Einmal das Türschloss und einmal die Plasmakanone. Ist schon sehr hilfreich, wenn der Hack denn gelingt. So, jetzt habe ich hier drei fette Probleme. Ich habe hier zwei Plasmatürme. Eins, zwei und eine fette gepanzerte Spinne. Was mache ich jetzt? Ich könnte versuchen... Nee, wird nichts. Okay. Ich komme nicht an diese... Scheiße! Oh, das wird eng. Okay. Gucken, ob wir das hinkriegen. Das ist ja noch sehr einfach. Dürfte eigentlich nichts schief gehen. Okay, du gehörst mir. Ich lasse mal machen. Also so eine Plasma-Gun auf seiner Seite zu haben, so ein Turm, ist gar nicht mal so übel. Danke, Keule. So, wo liegt denn hier die Spinne? Da. Oh, gut Loot. Da ist der Plasma-Turm, die müsst ihr auch unbedingt looten. Sehr schön. Dann bin ich auch mal gespannt, woher hier die Schreie kommen und wer hier schreit und warum derjenige schreit. Keule, egal wer du bist, halt durch. Ich komm. Ich muss aber erst looten. Bin gleich bei dir. Was ist denn hier los? Ist das hier gleich einer aufsteht? Liebe Maria, das könnte mein letzter Brief an dich sein. Die Maschinen haben bis zuletzt versucht, uns am Leben zu erhalten. Sie haben uns wie Versuchsobjekte behandelt. Wir waren wertvoll für sie. Zuletzt haben sie aber ganze Käfige ausgelöscht. Ich weiß zwar nicht warum, doch es scheint so, als hätten wir keinen Nutzen mehr für sie. Als ob sie gefunden hätten, wonach sie gesucht haben. Und jetzt, sie kommen. Okay, ob man das wirklich noch schreibt, wenn sie wirklich anrücken. Sie kommen. Oh. Chemische Verbindung. Ah, hier sind wir jetzt. Lag hier irgendwas? Nein. Gar nichts. Oh je. Was ist das? Was zum Geier?
gespeichert. Oh oh. Kein gutes Zeichen. Na, eigentlich schon, aber. Ist genau wie ein Raum voller Munition und Heilung. T-800. Ach du Scheiße. Ich sag's mal ganz direkt. Hey. It's from the Resistance. The others have to be here too. Hey! Wisst ihr, wie der aussieht? Das ist doch der aus Terminator 2, wo Arnie gut war. Dieser. War das ein T-1000? Dieses flüssige Metall. Das war doch der T-1000, oder? So sieht der aus. So sieht der Schauspieler aus. Jetzt aufsteht. Warte mal, nicht, dass der andere wieder kommt hier. Wo ist der hin? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Scheiße. Ach du Scheiße. Wie konnte er mich denn sehen? Der kommt doch nicht hier rein, oder? Abmurksen kann ich dir ja nicht, ne? Wie komme ich denn an den vorbei jetzt? Kommt er wieder zurück? Ah, warte mal. Ich verstehe. Ich glaube, ich verstehe. Da rein. Der hat keine festen Wege. Das ist doch scheiße. Wie soll man sich das merken?
Oh Gott, oh Gott. Alter, macht der Damage. Boah, das wird eine schwierige Passage, glaube ich. Oh nein, da hat er mich echt gesehen, ey. Jetzt hätte ich gehen können. Okay, weiter. Gehört? Es gibt's doch nicht. Der hört mich, Tatsache. Ich brauche unbedingt dieses Terminierungsmesser. Das muss ich mir ganz schnell besorgen. Jetzt kommt der wieder hierher. Ja, sorry Leute, ne, aber ich komme da echt nicht vorbei. Ich kann nur kriechen. Also in der Hocke, gehockt gehen. Wenn der dann wenigstens mal wieder geradeaus und dann nach links gehen würde, wäre der super. Aber nein, er biegt ja gleich links ab. Warum tut er das? Kann ich mich irgendwann noch verstecken? Nee, ne? Schrecklich. Ey, da geht noch ein Dödel, ey. Ehrlich. Der geht wieder da rein. Und vielleicht dreht er sich wieder um. Alter, das war knapp. Der da hinten steht nur rum, das ist gut. Ich brauche einen Checkpoint, ganz dringend. Laserschranke. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Wie soll ich an dem vorbeikommen? Ist hier irgendwo wieder ein Durchgang? Nee, ne? Der bewegt dich ja doch.
Nein! Wieso sehe ich die jetzt erst? Schnell. Hoffentlich bleibt die Zeit stehen. Symptome, Depression, Beklemmung, Neigung zur Gewalt, Verfolgungswahn, Diagnose, akute schizoaffektive Erkrankung. Prognose, die Warnarchitektur ist ziemlich einzigartig, sie zeigt jedoch Zeichen des Rückgangs. Ich möchte sehr gerne wissen, wie der Patient reagieren wird, wenn man am Morgen des vermeintlichen Ende der Welt, dessen Szenario sich der Patient vorstellt, gar nichts geschieht. Dies ist ein signifikantes Ereignis in der kognitiven Historie des Patienten und der Patient ist in diesem Zeitraum besonders zu pflegen. Es besteht die hohe Wahrscheinlichkeit des Rückzugs aus der Wahnvorstellung, was ich als Verbesserung erachte, da die Neigung zur Gewalt in letzter Zeit stark zugenommen hat. Unterzeichnet Dr. Silberman. Medikit 2? Was ist denn das? Großes Medikit wahrscheinlich. Ja, cool. Aber cool, dass ich keinen Speicherpunkt hier habe. Der kommt wahrscheinlich gleich wieder, ne? Ja, der kommt wieder, oder? Wo ist denn der hingegangen? Oi, Leute, ey. Scheiße. Nein. Oh, war das knapp. Gib mir die Muffe hier, ey. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich das nicht mag, wenn ich mich vor Gegnern verstecken muss, die ich nicht abrotzen kann, oder? So, wieder warten. Go. Ach, scheiß auf Loot jetzt. Ich will hier raus. Einfach. Oh, scheiße. Wie viel habe ich noch? Drei noch. Rein da. Thank you.
mein Gott. Ein paar Meter noch. Hoffentlich kriege ich da einen neuen Speicherpunkt. Das wäre extrem geil. Oh! Eine Bombe! Was sucht denn die Bombe hier? Do you hear that? So someone's coming. One of us. Ah, Leute. Private Jacob Rivers, Pacific Division. Pacific? What the hell happened up there? The whole division went silent. It was wiped out. I'm the only one who survived, and I need to meet with Commander Barron. All right, I'll make sure you get to do that. But first, get us out of here. Follow that staircase. It'll lead you to the main generator. Overload it and turn off the laser grid. Understood. And Rivers, destroying that generator will make a lot of noise. So in case we get separated, where are you stationed? Just south from here. Okay, we'll find you. Barron will want to meet you. Now go, and watch out for those metals. Speicherst du jetzt? Trophäe, Kontakt. Speichern wäre nicht schlecht. Er hat bestimmt gespeichert, oder? Er hat gespeichert, bestimmt. Ich weiß genau, was passiert. Es ist sowas von geskriptet. Da rein schon der Erste. Ich muss den Laserturm irgendwie hacken. Vielleicht kriegt der Laserturm den Terminator. Oh. Sehr einfach. Hacken. Uiui. Okay, Alter. Munition für den Phasen. Für Phasenplasmagewehre der ersten Generation. Naja. Ja, aber wie wär's denn auch mit der Waffe? Die Waffe wäre toll. Na gut, ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen kleinen Break und dann, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.